zurzeit sind wir alle oder viele von uns im Homeoffice aufgrund der aktuellen Covid-19 beziehungsweise aufgrund der aktuellen pandemischen Situation. Und da möchten wir von Seixel natürlich dann gerne Tools und Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie man mit unseren Geräten und unseren Lösungen eben ein gutes VPN aufbauen kann. Gehen wir erstmal quasi in die Präsentation hinein. Die Präsentation selber ist auf Englisch. Ich werde natürlich alles auf Deutsch vorstellen und auch so gut wie es geht in irgendeiner Art und Weise übersetzen. Ich habe hier auf einem zweiten Bildschirm die Fragen. Also da konnte ich auch Ihr Feedback sehen. Das heißt, gerne Fragen stellen. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal versuchen, einen Zeitpunkt reinzufinden, wo man diese Fragen stellen kann. Vorzugsweise am Ende, aber stellen Sie erstmal Ihre Fragen. Ich versuche so gut wie es geht, da immer quasi drauf einzugehen. Kommen wir erstmal darauf zu sprechen, was wir denn genau heute besprechen werden. Wir werden uns die Frage stellen, warum sollte ich überhaupt ein VPN nutzen? Was bringt mir das Ganze? Dann werden wir verschiedene VPN-Typen in Betracht ziehen und uns anschauen. Hierbei sei gesagt, dass wir uns natürlich nur Client-to-Site-VPNs anschauen werden. Sprich, wie kann ich von meinem PC mich zum Firmennetz verbinden? Werden nicht über Site-to-Site-VPNs sprechen, also wie baue ich mit meinem Router direkt zum Router in der Firma ein Netz auf. Das machen wir nicht, sondern eben entsprechende sogenannte Road Warrior Setups. Anschließend gehen wir ein paar Case-Szenarien durch. Wir werden einige Geräte vorstellen, die passend für entsprechende Aufgaben sind oder, ich sag mal, entsprechende Level an, ich sag mal, Standards, verschiedene Kleinanzahl und so weiter und so fort. Danach besprechen wir ganz kurz die Lizenzen. Und dann möchte ich Ihnen gerne mit an die Hand geben, wo Sie weitere Informationen zu diesem Thema, VPN speziell, finden. Und dann auch nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache mit den Value-Added Services. Am Ende haben wir unsere kleine Fragerunde und anschließend habe ich was vorbereitet. Ich habe hier tatsächlich mir eine USG Flex mitgenommen, habe die eingerichtet in meinem Heimnetzwerk, so dass ich von diesem PC aus, wo wir hier sind, tatsächlich zwei verschiedene VPN-Typen aufbauen kann. Und ich habe auch ein Smartphone hier quasi vorbereitet mit TeamViewer drauf, wo wir mal gucken können, wie wir von dort aus eine L2TP-Verbindung aufbauen können, was man da so berücksichtigen muss. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das kann alles jetzt natürlich wegen der Verzögerung ein bisschen länger als 11 Uhr dauern. Ich hoffe, Sie sind mir deswegen nicht böse und bleiben dann trotzdem in der Leitung. Gehen wir erstmal dazu über, warum sollte ich ein VPN nutzen? Was ist der Vorteil davon? Natürlich liegt der Vorteil hier ganz klar auf der Hand. Ein VPN wird dazu genutzt, um eben firmentechnische Ressourcen zu erreichen aus einem Netzwerk, was nicht in dem Firmennetz sich befindet. Beispielsweise, man muss einen Server erreichen, weil man da irgendeine Application drauf hat. Oder man muss ein Telefonsystem erreichen, weil wir zum Beispiel wie wir hier im Support, wir müssen ja immer noch mit den Kunden reden. Das machen wir natürlich nicht über unser Privattelefon. Das machen wir eben haben wir bis vor kurzem über eine PBX gemacht, die quasi eingebunden ist in unserem internen Netz und so weiter und so fort. Und natürlich, VPN hat natürlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Methoden, wie beispielsweise RDP oder sonst irgendwas. Man hat natürlich gewisse Verschlüsselungsstandards, die man mit einbringen kann. Das heißt, man hat sehr gute Verschlüsselungsstandards wie AES 256 und so weiter. Eine weitere schöne Sache, finde ich persönlich, ist, dass man wirklich strikt trennen kann. Man kann quasi, wenn ich jetzt hier an meinem persönlichen PC arbeiten würde, dann könnte ich quasi mir das VPN aufbauen und der ganze Traffic, der eben in dieses firmenspezifische Netz reingeht, das ist so meine Business-Seite und parallel kann ich trotzdem weitere Applications auf meinem PC laufen lassen, die auch privater Natur sind. Ja? Das heißt, das ist eine schöne Sache, die man mit VPN ermöglichen kann, die man vielleicht nicht so ohne weiteres erreicht, wenn man zum Beispiel über Cloud-Systeme arbeitet, weil man dann eben zwar nur den Browser aufmachen muss, aber dann verschwimmt da trotzdem mehr die Grenze, weil, ich sag mal, der Klick in den Browser-Tab mit Facebook ist schneller gemacht, als man dann glaubt. Ja, natürlich offensichtlicher Vorteil ist, man kann von überall aus in der Welt arbeiten. Das heißt, ist egal, ob ich jetzt ein Vertriebler bin, der im Hotel sitzt. Ich kann da trotzdem meine Kunden-E-Mails abgreifen und die auch beantworten. Und natürlich haben wir in der heutigen Zeit mit dieser pandemischen Situation, die wir aktuell schon seit letztem Jahr quasi begonnen hat, dieses Jahr durch die Bank durchging und vermutlich auch noch ein bisschen ins nächste Jahr reinzieht. Wenn man sich die Pressekonferenz gestern von der Bundesregierung und den Ländern angeschaut hat, dann wird es ja auch noch eine Zeit lang so weitergehen. Und da können wir auch Produktivität in diesen Zeiten quasi sichern, wo man ja doch ein bisschen Kontakte reduzieren soll. So,
sprechen wir über die verschiedenen Arten von VPN. Es gibt in unserem System oder mit unseren Geräten gibt es drei verschiedene oder hauptsächlich drei verschiedene Typen an VPN, die man aufbauen kann. Das ist einmal der normale IPsec-VPN-Tunnel. Ja, das ist quasi, oder dieser IPsec-VPN-Tunnel hat den Vorteil, dass man hier sehr flexibel die Proposals, also quasi die Verschlüsselungsgrade, auswählen kann. Nachteil allerdings ist, dass das nicht genutzt werden kann mit einem Active Directory-System vernünftig. Es gibt zwar eine Möglichkeit, eine User-Datenbank-Abfrage zu machen, man wählt sich aber nicht als der User ein, sondern man sagt quasi nur, ja, ich kenne den User XY und hat dadurch Zugriff. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das immer, wie mit der Kneipentür mit dem Spezialpasswort, wo man einfach mal kurz anklopft und dann sagt man dem Mannequin, der dann den Schlitz aufmacht, das geheime Wort und dann kommt man in die Kneipe rein. Dann ist man aber nicht irgendwie getaggt, das heißt, keiner weiß, wer man ist. Man weiß eben nur, alles klar, der wusste, was das Kennwort ist, deswegen ist er drin. Wohingegen man bei einem normalen Active Directory Setup wirklich eindeutig zuordnungsfähig bleibt. Ja, das heißt, man bekommt quasi Namensschild drauf, ich bin der so und so, ne, und ich kann jetzt hier an das Netzwerk rein. Ne, das ist eben der so profane Unterschied zwischen IPsec und dann L2DP, wenn es um Active Directory geht. Das IPsec-VPN benötigt bei einem Windows-PC, wenn man das auf IKEv1-Basis machen will, den Sidewall IPsec-VPN-Client, beziehungsweise mittlerweile heißt der Secure Extender IPsec-VPN-Client. Der ist kostenpflichtig, ist allerdings gar nicht so teuer, werde ich gleich mal zeigen, wo man den findet. Des Weiteren oder eine weitere Möglichkeit, das einzurichten, ist IKEv2. Das kann auch tatsächlich mit Bordmitteln im Windows oder auch im Apple Client konfiguriert werden. Neben dem IPsec gibt es noch das L2DP over IPsec, was den unglaublichen Vorteil hat, dass es sogenannte Cross-Kompatibilität besitzt. Das heißt, jedes System, über das ich jetzt gerade denken kann, das heißt Android, Windows, auch, glaube ich, iOS müsste es auch haben und ich glaube sogar Linux, kann L2DP over IPsec ohne Probleme mit Bordmitteln aufbauen. Und es ist Active Directory kompatibel. Das heißt, natürlich für eine Firma, die jetzt nicht großmächtig in irgendwelche Lizenzen investieren möchte, ist L2DP eine super Sache, weil das habe ich direkt on board. Natürlich muss ich Leute haben, die sich damit auskennen, die das einstellen können. Ist aber eine völlig andere Geschichte. Ja, hat auf jeden Fall die Cross-Compatibility und ist AD-kompatibel. Bei Windows-Clients ist es so, dass man spezielle Proposals auswählen muss, die nicht mehr so sicher sind. Das heißt, man hat so ein bisschen den Kompromiss zwischen, ich muss keine Lizenzen kaufen, dafür kann ich aber nicht so komplizierte Setups machen von den Proposals her. Schauen wir uns aber gleich mal an. Und dann haben wir noch zuletzt SSL-VPN. Funktioniert, wie der Name schon sagt, über SSL, also über den HTTPS-Port. Und da gibt es auch einen Client für, den Secure Extender SSL-VPN-Client. Und Vorteil davon ist, der ist super einfach einzurichten und zu installieren. Und für Windows ist er sogar umsonst. Für macOS muss man den allerdings bezahlen. Ich glaube, preislich liegt er um die 20 Euro, aber bitte nicht darauf festnageln. Und der SSL-VPN-Client ist auch Active Directory kompatibel. Das heißt, wir haben da auch wieder diese volle Flexibilität, dass wir das in ein Firmennetz einbinden können, dass Max Mustermann sich wirklich einwählen kann als Max Mustermann und dann in diesem entsprechenden System so arbeiten kann. Wir schauen uns jetzt mal erstmal drei verschiedene Szenarien an, wo VPN benötigt wird, werden darüber sprechen, was für Typen man eventuell ansetzen könnte und was für Geräte, also sprich, welche Firewalls man dafür einsetzen könnte. Wir werden natürlich dann quasi darüber sprechen, wo man dann auch im Endeffekt mehr Informationen zu sowas finden kann. Drei typische Beispiele sind einmal das kleine Büro mit 5 Mitarbeitern, dann haben wir so ein Small-Medium-Business mit 50 Mitarbeitern und am Ende gehen wir so in die größeren Sphären, Schule, größere Infrastrukturen, größere Firmen. Erster Fall, natürlich die kleine Klitsche, sage ich mal, für 5 Personen. Hier haben wir 5 verschiedene Leute, die VPN nutzen müssten. Ja, wir haben einmal quasi den Geschäftsleiter, dann haben wir den Vertriebler, haben 2 Techniker und die gute Dame aus der Buchhaltung. So, und alle sind mit einem PC oder mit einem Laptop ausgestattet, die müssen aber auf die Firmenressourcen zugreifen. Das heißt, die müssen quasi auf einen File-Server drauf zugreifen, der sich im Firmennetz befindet. Und die Buchhaltung muss natürlich auf die entsprechenden internen Systeme zugreifen können. Also haben wir jetzt hier so eine kleine Beispieltopologie.
wo wir eine USG-Flex verwenden, eine USG-Flex 100, um genau zu sein. Hier in dem Fall mit dem entsprechenden UTM-Bundle. Falls Interesse besteht, dieses Gerät sich ein bisschen näher anzuschauen, ist da auch die, quasi die exakte Modellbezeichnung aufgelistet, das mit dem EU0102F. Wenn man das quasi copy-pastet, dann findet man auch direkt bei den entsprechenden Resellern die Einträge. Hier haben wir als Beispiel diese, ich hoffe, Sie können die Maus hier sehen, wir haben hier diese drei verschiedenen PCs, die mit unterschiedlichen VPN-Typen verbunden sind. Das hat jetzt für unser System hier keine Relevanz. Es soll nur aufzeigen, ich kann alles drei parallel betreiben. Das ist gar kein Problem. Ne? Das heißt, ich kann einen IPsec-VPN betreiben lassen, ich kann einen SSL-VPN betreiben lassen, einen L2TP-VPN. Wo wäre das anzuwenden? IPsec-VPN wäre, sage ich jetzt mal, der Geschäftsleiter, der ganz sicher irgendwie kommunizieren muss. SSL-VPN ist für die Buchhaltungsdame, die keine Ahnung hat und einfach nur klicken, Username, User und Passwort eintippen, fertig aus. L2TP könnte der Techniker sein, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat und dann ein bisschen einstellen möchte mit L2TP-VPN. Oder aber der Mitarbeiter, dessen Traffic komplett durchgeroutet werden soll zu USG-Flex. Warum? Darauf komme ich näher zu sprechen gleich. Und dass man das dann quasi so abwickeln kann. Ja, und am Ende ist natürlich hier der Server, auf den wir alle zugreifen wollen. Schauen wir uns das Equipment an. Die USG Flex 100 hat eine Kapazität von, laut Datenblatt, ungefähr 750 Megabit pro Sekunde Real-Life-Throughput. Also für die Kunden, die gegebenenfalls schon mal eine USG gekauft haben. Normalerweise sind die Durchsatzraten in UDP-Traffic angegeben. Und diesen UDP-Traffic muss man, um eine wirklich sichere Bank zu haben, da muss man quasi das vierteln tatsächlich. Das heißt, wenn ich bei einer USG 60 tatsächlich 1000 Megabit pro Sekunde UDP-Throughput habe, bekomme ich in echt oder in Wahrheit im echten Szenario ungefähr 250 bis vielleicht mal 300, 350 Megabit Durchsatz. Ich kann 40 gleichzeitig in den IPsec-VPN-Tunnel aufbauen und 30 SSL-VPNs oder 30 SSL-VPN-User integrieren. Das heißt, wesentlich mehr als das Vorgängermodell, die USG 60 in dem Fall. Und wir haben natürlich hier Security mit UTM-Lizenzen, Antivirus, Anti-Spam, Content-Filtering und IDP. Und jetzt sehe ich schon die erste Frage. Die Nebula-User schauen in die Röhre, kein Parallelbetrieb, IPsec plus LZDP und gar kein SSL. Ist da etwas geplant? Leider weiß ich nicht, ob da was zu geplant ist, in der Hinsicht SSL-VPN zu integrieren. Ich meine aber, dass es nichts dergleichen geplant ist für den gleichzeitigen Betrieb IPsec L2TP leider. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Das ist jetzt nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Sie können gerne natürlich uns eine E-Mail schreiben an den Support und dann kann ich nochmal genau nachschauen, was nochmal in den Dokumenten drin steht, in der Roadmap. Allerdings mit solchen Versprechungen muss ich da immer sehr vorsichtig sein. Nochmal den Unterschied zwischen ATP und Flex abgrenzen. Das mache ich noch, dann gehe ich weiter. Flex und ATP hat den hauptsächlichen, den großen Unterschied, dass die ATP das Sandboxing noch kann. ATP kann Sandboxing. Sandboxing, ganz kurz umrissen, ist im Grunde genommen, wir arbeiten mit einer Sandbox-Cloud, wo Daten rauf und runter geschickt werden und die immer unbekannte Daten oder unbekannte Dateien versucht quasi auseinanderzureißen, zu gucken, ob da irgendwie infizierter Code drin steckt. Wenn ein ATP-User weltweit irgendein Problem feststellt, dann wird das quasi in diese Sandbox-Cloud hochgeladen, wird dort quasi als malicious erkannt und das verteilt sich dann auf eine Datenbank an bestimmten Mustern, an infiziertem Code und das wird weltweit dann quasi auf alle umgesetzt, sodass alle sicher sind und alle Bescheid wissen, dass das infizierter Code ist. Das ist so ein bisschen wie das Prinzip der Herdenimmunität. Wenn einer irgendwie sich ansteckt, dann hat der zwar, ich sag mal, die A-Karte so gesehen, aber letztendlich sind dadurch alle anderen geschützt. Ja? Das heißt, wesentlich sichereres Konzept als einfach irgendwie mit Signaturdatenbanken vom Antivirus zu arbeiten. Und das ist der hauptsächliche Unterschied zwischen der USG Flex und der ATP. Der Unterschied zwischen der USG Flex und der ATP ist im Grunde genommen der gleiche wie zwischen der USG-Serie damals und der ATP.
Da gibt es auch generell zu USG Flex auch ein Tech Talk, was wir mal durchgeführt haben. Die alten Recordings müssten auch noch auf unserer Campus Academy einsehbar sein oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Das heißt, da kann man gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen nachschlagen. Ich würde gerne, ich hoffe, damit ist die Frage weitestgehend beantwortet. Ich gehe jetzt direkt rüber. Ich gehe direkt jetzt rüber zu der Präsentation. Zu dieser WireGuard-Geschichte weiß ich nichts. Mir ist nichts bekannt. Aber lassen Sie uns erstmal auf die Präsentation konzentrieren. Wir haben ja auch noch eine Fragerunde am Ende. Da können wir uns gerne nochmal diesen ganzen Sachen annehmen. Wie gesagt, trotzdem Fragen stellen. Ist ja, sage ich letztendlich mein Problem, ob ich die Fragen beantworte oder nicht oder mich davon ablenken lasse. Gehen wir rüber zum zweiten Fall, das Small Medium Business mit 50 Leuten. Small Medium Business mit 50 Leuten, offensichtlich. Wir müssen einen Großteil der Firmen, des Firmenpersonals quasi ausstatten mit VPN. Wir haben natürlich hier wieder den Fall, dass wir auf den Server zugreifen müssen oder auf Serverinfrastrukturen zugreifen müssen, die sich in der Firma befinden, und wir nutzen quasi Collaborative Work Tools, die auch letztendlich über das interne Netzwerk abgewickelt werden. Hier wieder einfach nur der Fallbeispiel oder das Fallbeispiel, nee, das Beispiel, genau. Das Fallbeispiel, dass wir hier alle verschiedenen VPN-Typen nutzen, einfach nur um darzustellen, dass wir das können. Die HTTP 200 ist hier quasi unsere Weapon of Choice so gesehen, und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir hier bis zu 50 User aufbauen können in der ATP generell. Das heißt, wir können theoretisch jedem einzelnen Mitarbeiter in dem lokalen Radius einen User zuordnen. Wir können 40 IPsec-VPNs aufbauen und wir können 10 SSL-VPNs aufbauen. Das heißt, theoretisch könnten wir alle 50 User hier abwickeln. Natürlich nähen wir damit knapp auf Kante, aber man kann es auf jeden Fall schaffen. Es ist auf jeden Fall machbar. Und hier haben wir natürlich dann das Security Pack auch mit der Gold-Lizenz, wo man dann auch das entsprechende Anti-Botnet, Sandboxing und auch ein paar weitere Features bekommt, die so nicht in der USG Flex vorhanden sind. Gehen wir zu unserem großen Fall. Hier reden wir von einer kleinen oder von einer mittelgroßen Schule, wo wir beispielsweise ein administratives Team haben und 90 Lehrer, die eben eigene PCs haben, Windows oder Mac. Und die müssen auch ebenfalls wieder an irgendwelche internen Strukturen zugreifen. Dafür machen wir ja das Ganze mit VPN. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Die Lehrer haben in der Großzahl wenig Ahnung von Technik, wollen sich damit nicht herumschlagen müssen, dass sie da komplizierte Sachen in ihrem PC einstellen müssen. Und dazu fällt die Wahl auf SSL-VPN, weil das halt eben das Einfachste ist zu konfigurieren. Und als Gerät haben wir uns hier für eine ATP 800 entschieden, aufgrund der Tatsache, dass ich hier bis zu 1000 gleichzeitige VPN-IPsec-Tunnels aufbauen kann, und ich habe hier 100 SSL-VPN-Clients. Das heißt, ich kann hier theoretisch jeden Lehrer mit einem eigenen SSL-VPN ausstatten, und völlig sorglos oder beziehungsweise völlig sorgenfrei versorgen. Natürlich haben wir ja auch wieder das UTM-Paket bei der ATP mit drin, wo Anti-Botnet und Sandboxing mit drin sind. Bezüglich der Lizenzen: Welche Software brauche ich, damit ich überhaupt VPN aufbauen kann? Beim IPsec haben wir bei Windows und macOS jeweils entweder den Seibel IPsec VPN Client oder den SQL Extender IPsec VPN. Das ist eine zu bezahlende Software. Für IKEV2 ist jetzt hier nicht aufgelistet, kann ich auch die Onboard-Mittel verwenden. Und bei macOS kann ich auch die Onboard-integrierten VPN-Driver verwenden. Natürlich ist es so, dass wir bei dem Support stets bemüht sind, das Problem für die Kunden zu lösen. Allerdings, wenn sie Drittanbieter-Hardware verwenden, dazu zählt auch letztendlich ihr PC, müssen wir natürlich immer voraussetzen, dass ihnen bewusst ist, dass wir nur bis zu einem bestimmten Port supporten können. Meistens geht auch dieser Punkt, bis zu dem wir das supporten, auch tatsächlich so, dass wir uns die Einstellungen mal anschauen. Aber wenn sie irgendwelche Probleme mit dem PC selber haben, dann können wir das natürlich nicht debuggen. Ja, muss also klar sein, wenn Sie VPN nutzen, dann gibt es da verschiedene, ich sag mal, verschiedene Abstufungen, inwiefern Sie den Support voll einspannen können für entsprechende Probleme. Aber ich sage auch an dieser Stelle, im Regelfall funktioniert das alles problemlos. Das heißt, Sie müssen da jetzt keine Angst haben.
Zu der Frage, die gerade gestellt worden ist, da komme ich am Ende nochmal zu. Ja? Gehen wir weiter. SSL-VPN hat den SQL-Extender in der Version 4.0.2.0 oder 4.0.3.0. Hier bitte wirklich aufpassen, welchen SQL-Extender Sie runterladen, weil der IPsec-Client heißt jetzt auch SQL-Extender. Das ist von der Namensgebung her ein bisschen unglücklich gelaufen. Der IPsec-Client heißt jetzt SQL-Extender IPsec und SSL-VPN heißt einfach nur SQL-Extender. Das heißt, da kann es schnell mal passieren, dass ich mir die 3.8er runterlade von den IPsec-VPN-Client und dann wundere, warum SSL-VPN nicht klappt, wenn ich jetzt nicht technisch versiert bin. Ja? Der SQL-Extender für SSL-VPN ist komplett frei, gibt es zum Download frei bei uns auf dem FTP-Server. Und für macOS gibt es auch einen SQL-Extender. Das ist allerdings eine zu bezahlende Software. Wie gesagt, am Anfang preisliche Spanne war da um die 20 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. L2TP over IPsec hat für Windows, macOS und Linux eben onboard integrierte Client-Software. Die können wir natürlich nicht komplett supporten, die funktionieren aber trotzdem ziemlich gut. Für mehr Informationen gibt es auch hier diesen Link, der unten dargestellt ist. Jetzt müssen Sie natürlich nicht fleißig irgendwie mitschreiben. Normalerweise, ich gucke aber mal, weil das ja nicht so ganz geklappt hat mit den Präsentationen, hatte ich in der Präsentation im Handout quasi eigentlich diese Präsentation in PDF-Form und auch unseren VPN-Guideline, den es auch im Knowledge Base-Artikel bei unserem Support-Portal gibt, reingefügt. Ich muss mal gucken, ob der hier drin ist zufällig und wenn nicht, ob ich den da reinbekomme. Ja? Aber es gibt auch, normalerweise müsste es hier von Recording geben. Das kriegen Sie auch alle im Anschluss dann zugesendet per Mail, hoffe ich. Ich hoffe, das wurde so eingestellt. Sollte dann kein Problem sein. Wenn Sie irgendwie an diese Präsentation rankommen müssen und Sie kriegen diese E-Mail nicht, können Sie sich gerne beim Support melden, nach mir fragen. Mein Name ist Philippe Pires, wie ich schon anfangs erwähnt, und dann kann ich Ihnen das irgendwie zukommen lassen. Na, das kriegen wir also sicherlich hin. Wo finde ich weitere Informationen? Wie schon angesprochen, wir haben ein Supportportal, https://support.deichsel.eu. Hier haben wir ganz viele verschiedene Knowledge Base Artikel. Hier haben wir auch ein VPN Guideline erstellt. Das habe ich erstellt in der ersten Welle. Ist quasi, ich sag mal, vollumfängliche Liste an verschiedenen VPN-Typen. Was sollte ich wann nutzen? Debugging-Schritte. Also da werden dann immer weitere Verlinkungen zu anderen Knowledge Base Artikeln aufgesetzt, wie ich was einzurichten habe, wie ich was debuggen kann. Also super nützlicher Artikel, der da ausgewählt ist. Einfach nach VPN Guideline in der Supportportal-Suche quasi suchen und dann sollten Sie das auch finden. Und wir haben auch weitere, hunderte weitere Knowledge Base-Artikel, Einträge in über 14 Sprachen. Das müssten mittlerweile sogar mehr sein. Ist natürlich für uns als deutschsprachiger Raum uninteressant, aber einfach nur, dass Sie wissen, wir sind da immer stets bemüht. Wir vom Support füllen auch die Artikel aus. Das heißt, wir versuchen darauf zu achten, dass das jetzt nicht irgendwie Einzeiler sind oder so, sondern dass da auch immer ein gewisser Mehrwert daraus entsteht und dass das auch Bezug hat zu dem, was man wirklich erlebt. Da quasi der Hinweis. So sieht das Ganze aus. Ne? Dann kann man da eben die Knowledge Base suchen. Wir haben mittlerweile auch ein paar mehr Sachen. Wir haben ein Virtual Lab, wo man sich die Geräte zumindest mal so grob anschauen kann, dass man sich da ein bisschen auf dem User-Menü ein bisschen einfinden kann. Und eben auch unsere RMA, also unsere Garantie-Dienstleistungen, werden auch darüber abgewickelt. Also eine gute Sache, sich da anzumelden und wenn man da vermehrt mit Sexel arbeiten möchte. Der FTP-Server ist natürlich auch eine wichtige Ressource. FTP.deichsel.eu wird bald auch nochmal oder gibt es schon in Form einer HTTPS-Webseite, weil ja FTP bald nicht mehr supported wird von den Browsern her. Ich glaube, download.deichsel.eu müsste es sein. Da findet man User Guides, Application Notes, Datenblätter, Firmware-Versionen teilweise und vieles mehr. VPN-Client-Software kann gefunden werden unter SQL-Extender. Zum IPsec-VPN sei noch gesagt, der ist zwar bezahlte Software, Sie haben aber eine 30-tägige Funktion, das zu testen. Das heißt, Sie haben so eine Evaluierungsperiode von 30 Tagen. Ja, wenn man das mal testen möchte, bis vielleicht zum 20. Dezember, wo ja dann neue Bestimmungen gesetzt werden oder bis zur Weihnachtszeit, dass man zumindest die Zeit überbrücken kann, kann man das da gerne machen.
Ja, SQX in der Software, da bin ich jetzt quasi hier mal in einem Screenshot drauf eingegangen, wie das dann ausschaut. Und Sie sehen ja auch schon hier Windows 3.8, also hier ist der IPsec-VPN, SQX Sender Client 3.8, kann man gut an der Version unterscheiden. Und alles, was mit über 4 Punkt irgendwas ist, das ist eben der SSL-VPN Client. Und hier auch der SQX Sender für macOS. Das heißt, da gibt es da. So. Sales-Material und Links, die finden Sie hier natürlich. Das sind die Verweise auf die entsprechenden Produktwebseiten von uns und auch mehr zu unseren VPN-Services und Clients generell. Dann komme ich ganz kurz auf die Value-Added-Services zu sprechen. Wir vom Support machen natürlich nicht nur oder wir hören nicht nur auf, sobald das Problem gelöst ist, sondern versuchen ja auch ein bisschen Services on top zu schaffen. Da gibt es einmal den Configuration-Service, da gibt es beispielsweise auch den Sichel Config Service VPN, den man sich kaufen kann. Das heißt, da kann man dann so Konfigurations, ich sag mal, Pflichtenheften oder Lastenheften vielmehr quasi an uns zusenden und dann bearbeiten wir die mit Ihnen gemeinsam. Und dann haben Sie quasi den Techniker eine Stunde für sich alleine, der erklärt Ihnen alles von der Pike auf, wenn es sein muss, und bringt Sie da durch. Das heißt, entweder können Sie sich selber entlasten oder Ihre Mitarbeiter entlasten und uns das machen lassen, oder schlicht, weil Sie einfach überfordert sind mit der Technologie oder gar nicht weiter wissen, wie Sie das genau einrichten sollen, gar keine Scham haben, da sind wir da quasi dafür da, neben unserem natürlich kostenlosen Support. Und dann hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass wir drei verschiedene Portale haben. Einmal das Partnerportal, unser Support Campus, was ja das Supportportal darstellt, und die Campus Academy, wo Sie sich gegebenenfalls über den Tech Talk registriert haben. Und wir haben SSO über alle drei Plattformen. Das heißt, einmal einen User erstellen, dann können Sie überall sich einloggen. Ist eine ganz nette Sache, wie ich finde. Ist auch natürlich eine schöne Sache, dass man dann alles in einem so gesehen hat. So, des Weiteren findet man natürlich noch mehr Informationen auf LinkedIn mit dem Hashtag Sichel Support Campus und auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Sichel Support Campus, den wir konstant mit Videos versuchen zu füttern, wo nur die Zeit bleibt. An dieser Stelle rufe ich gerne dazu auf, Fragen zu stellen. Keine Scheu haben. Ich habe hier schon einige Fragen gesehen, die werde ich mir jetzt mal genau anschauen. Also, Nebula User schauen in die Röhre, hatten wir ja schon leider gesprochen. Leider ist da nichts anderes geplant, meines Wissens nach zumindest. Das heißt, da müsste man dann nochmal nachgucken, was die Entwicklungsabteilung da geplant hat. Ich wüsste von nichts. Hat aber auch was damit zu tun, wo Nebula quasi hin wollte ursprünglich. Ne, man wollte das recht einfach und intuitiv aufbauen, so eine Art One-Click-Lösung. Und ich denke mal, das ist dann der Kompromiss, der dafür gefunden werden musste. Aber natürlich gerne ein Ticket reinschreiben, dann können wir das gerne weiterleiten an die Entwicklungsabteilung als Feature Request. So, gilt IPsec als präferierte, sicherste Lösung? Meines Erachtens ja. Also ganz klares Ja dazu, dass es die sicherste Lösung ist, weil beim IPsec-VPN habe ich die Möglichkeit, die Proposals selber auszuwählen. Allerdings sei an dieser Stelle gesagt, dass SSL-VPN auch extrem sicher ist, weil es natürlich HTTPS nutzt. Beziehungsweise TLS. Und da ist natürlich auch der Verschlüsselungsstandard extrem hoch. Und also mir wäre noch nicht bekannt, dass man das so einfach ohne weiteres knacken kann. Das heißt, SSL-VPN oder IPsec mit sehr hohen Proposals wäre quasi das Maß der Dinge, wenn es um Sicherheit geht. Natürlich macht man damit immer einen Kompromiss, wenn es um die Payload geht. Das heißt, der Header wird ja dadurch vergrößert und dadurch kriegt man weniger expliziten Durchsatz. Nächste Frage, USG 60 mit SQX Sender 4.0.3.0 installiert, VPN okay, aber keine DNS-Auflösung. Tipp. Ich weiß nicht, ob Sie das aktiviert haben, aber in der SSL-VPN-Einstellung kann man das NetBIOS aktivieren. Das müssen Sie aktiviert haben, damit das überhaupt mit dem DNS läuft. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann müsste man da mal nachgucken. Ich weiß aber von anderen Kunden mit demselben Setup, also vielleicht nicht die USG 60, macht aber keinen Unterschied, wo dieser Fehler nicht so auftritt. Ja, das heißt, da ist es definitiv irgendein anderes, spezielleres Problem im Moment. Es sei denn, Sie haben auf der USG 60 die neueste Firmware, dann kann es sein, da gab es ein Problem mit DNS, gerade im Zusammenhang mit Tunnel. Das heißt, da kann ein Downgrade theoretisch Abhilfe schaffen oder noch ein bisschen warten. Da sollte jetzt in nächster Zeit ein Firmware-Bugfix für kommen.
So, okay, dann scroll ich mal weiter durch. Ich hoffe, die Fragen sind damit beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal quasi antworten. Ist ja eine offene Diskussion hier. Guten Tag, stimmt es, dass die USG Flex 100 mit 900 Megabit SPI langsamer ist als die USG 60 mit 1000 Megabit pro Sekunde? Das ist nicht richtig. Also, folgendes. Ich hatte ja eben gesagt, die Durchsatzraten, die angegeben werden bei der USG 60 mit 1000 Megabit pro Sekunde, sind UDP-Traffic-Values. Ja? In der Erfahrung zeigt sich, wenn man das vergleicht, bei einer USG 60, wenn man das wirklich mal durchsetzt, dann kommt man auf irgendwas zwischen einem Viertel und der Hälfte des UDP-Durchsatzes bei TCP. Jetzt hat unsere Entwicklungsabteilung bei den USG Flex-Serien und neuerdings bei generell ATP-Serien und so weiter und so fort auch Real-Life-Data-Throughputs mit an die Hand gegeben. Das heißt, die haben daraus gelernt, weil viele Kunden sich natürlich geärgert haben. Die kaufen sich eine 1000 Megabit Firewall, kommen dann am Ende nur mit 300 oder 350, vielleicht mal 400 aus. Die haben gelernt und haben jetzt in den Datenblättern auch so Real-Life-Values. Das ist das, was ich eben bei der ersten Folie gezeigt hatte. Da schlug die USG Flex 1000, Entschuldigung, die USG Flex 100 mit ungefähr 750 Megabit pro Sekunde auf. Ja, und wenn es jetzt 700 sind, ne, das fluktuiert natürlich. Das heißt, es kann auch mal 605 sein, aber es sollte in diesem Bereich sich einspielen, 700, 750 darum. Und damit wäre die USG Flex 100 ja wesentlich schneller als die USG 60, die erfahrungsgemäß so mit 300, 350 arbeitet. So, nächste Frage. Gibt es mit L2TP mehr Probleme als bei IPsec, wenn der Client zum Beispiel einen Vodafone-Kabelzugang hat? Thema IPv6 Dual Stack Lite. Da muss ich sagen, dass da muss ich tatsächlich passen aufgrund von fehlender Erfahrung in dem Bereich. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem Thema IPv6 und muss da leider passen. Da würde dann eher helfen, wenn Sie dann den Support schreiben. Dann können wir das an die Kollegen weiterleiten, die sich da ein bisschen besser in dem Thema auskennen. Finde ich jetzt sinnvoller, als Ihnen versuchen, irgendeinen Quatsch aufzudrücken, wo es am Ende dann nicht funktioniert. Ich habe die Erfahrung aber gemacht, dass es eher mit IK, also von dem, was ich weiß, macht es eher mit IPsec-VPN Probleme, wenn man irgendwas mit versucht, mit IPv6 zu machen. Ich glaube, das geht sogar gar nicht. Das heißt, da wäre dann natürlich die Frage klar, L2TP wäre dann das Wahlmittel. Es sei denn, Sie vergleichen jetzt gerade IPsec IKEv2 mit Onboard-Mitteln mit L2TP. Da kann ich gar keine Aussage zu treffen. Man kann beides in den entsprechenden Interfaces aktivieren. Das heißt, wenn es ein Problem geben sollte, dann würde ich das eher in Richtung Client schieben. Aber nur nach bestem Wissen und Gewissen quasi beantwortet und nicht aus expliziter Erfahrung heraus. Nächste Frage. Besteht bei SSL VPN nicht die Gefahr des Bring Your Own Device unkontrolliert einwählen? Kann das reglementiert werden auf nur Geschäftsrechner? Also bei SSL VPN besteht prinzipiell die Gefahr natürlich, dass ich mir den SSL VPN Client irgendwo installiere und dann mich einwähle. Aber SSL VPN soll ja benutzt werden für eine Bring Your Own Device Politik. Das heißt, gerade hier im Homeoffice, wenn ich vielleicht einen festen Rechner habe, aber ich muss mich jetzt von zu Hause aus einwählen, dann ist SSL gerade Entschuldigung, das Mittel der Wahl. Das heißt, SSL VPN ist genau dann gerade das Richtige, was ich haben möchte. Ich möchte ja eine Bring Your Own Device Politik einführen. Natürlich kann ich theoretisch oder besteht immer die Gefahr bei jeder Art der SSL VPN, Entschuldigung, bei jeder Art der VPN-Verbindung, dass ich das auf meinem eigenen Gerät installiere und mich dann über mein eigenes Gerät einschleuse und damit Gefahren ins Netzwerk reinbringe. Das gilt aber auch für eine L2TP-Konfiguration, die ich mir einfach so anschaue, mir das aufschreibe und dann bei mir zu Hause einspiele. Ja? Das heißt, ich sehe keine explizite Gefahr, SSL VPN versus IPsec VPN oder versus L2TP. Man kann bei SSL VPN bestimmen, mit welchen Clients ich Verkehr haben möchte. Das kann ich auch mit IPsec machen über die Local Policy. Über L2TP wird das ein bisschen schwieriger, weil da kann ich nur auswählen, ob ich Split Tunneling aktiviert habe oder nicht. Können wir vielleicht anschneiden gleich in unserem On-Hands-Szenario. Aber da würde ich sagen, gibt es keinen expliziten Vorteil.
SL-VPN-Anmeldung bei USG40 wird sofort wieder mit der Meldung SQL Extenders Disconnected beendet. Kurzer Hinweis, versuchen Sie mal das Passwort zu ändern auf 1234 oder 1234567 8. Einfach nur, um zu gucken, ob es daran liegt, dass Sie ein Spezialsymbol im Passwort genutzt haben, was die USG nicht verarbeiten kann. Ganz oft führt das zu diesem Problem, was Sie da beschreiben. Danke, leider finde ich die 750 Megabit als Wert nicht. Wenn Sie auf dem Datenblatt explizit draufgehen, also wirklich vielleicht über den FTP-Server draufgehen und dann weiter runterscrollen, nicht bei dieser Tabelle, die ganz grob alle Sachen vergleicht, sondern wo es wirklich in die Materie reingeht, da weiter runter, unter SPI, Firewall Throughput, so eine halbe Seite weiter runter, da sollte der Wert drinstehen. Dort sind die 900 Megabit für die, okay, kein Realtrain. Okay, ich würde sagen, diese Geschichte, wir gucken gleich mal selber, ja, aber ich will da nicht so viel Zeit aufwenden, weil es nichts mit dem Thema VPN zu tun hat, ja. Das heißt, da möchte ich jetzt keine Diskussion initiieren, die nichts mit dem Thema zu tun hat, ja. Können wir gerne natürlich offline nehmen in einem Supportfall oder ähnliches, aber wir gucken gleich mal auf dem Datenblatt, dass ich Ihnen das wirklich zeigen kann. Wir haben beim IPsec-Client bei Paketverlusten das Problem, dass der Tunnel zusammenbricht. Andere Hersteller, beispielsweise Puls, sind da unempfindlicher. Das wäre ganz klar eine Sache, da bitte den Support kontaktieren. Das ist ein Fall, das können wir natürlich jetzt hier nicht on the fly debuggen. Aber wenn der Tunnel instabil ist, was könnte es sein? Vielleicht irgendwas mit der Session Limit, könnte ich mir vorstellen, aber eher unwahrscheinlicher. Vielleicht ist die MTU falsch eingestellt oder vielleicht sollten Sie dann das MSS auswählen oder vielleicht das Nicht-Fragmentieren, die Option im VPN auswählen. Das wären so meine Tipps jetzt direkt aus dem Stegreif heraus. So, eine Sache. Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich versuche das irgendwie zu minimieren. So, okay. Ich versuche mal, den Bildschirm so zu übertragen, dass Sie den Hauptmonitor sehen können. Und hoffe, das klappt. Können Sie den Hauptmonitor sehen, wo Teams offen ist und auch das Bedienpanel und die Fragen tatsächlich auch offen sind? Jo, perfekt, super. Vielen Dank für die Rückmeldung. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen vorbereitet. Zuerst einmal habe ich mir den IPsec VPN Client installiert und so eingerichtet, dass das alles funktionieren sollte. So, jetzt müssen wir natürlich mal hier die ganzen Go-To-Sachen weghauen. Ich hatte eine kleine Topologie aufgemalt mit meinen bescheidenen Paint-Künsten. Ich guck mal, ob ich das Bild noch finde. Damit wir uns das mal vorstellen können, wie das ist. Nee, scheinbar habe ich das nicht hier drauf gemacht. Dann machen wir das auf die Schnelle. Also, ganz kurze Sache. Das hier stellt quasi meine Fritzbox dar, die als Hauptgateway fungiert in meinem Netzwerk. Von dort aus geht es zum LAN-Kabel zu einem kleinen Switch, zum kleinen Verteiler-Switch, der hier direkt vor mir liegt. Von dort aus geht es an den WAN-Port, an eine USG Flex 200. Von dort aus geht es an den LAN-Port, an einen kleinen Switch, einen GS 1200er, 8AP. Und hier auch an diesem Verteiler-Switch ist quasi mein PC, mit dem ich gerade dieses Webinar halte. Das heißt, dass jetzt für die USG und den PC die sind im Grunde genommen über ein, in Anführungszeichen, WAN verbunden, ja, was meine Fritzbox darstellt. Und ich kann jetzt über die Warnstrecke auf die USG VPN aufbauen. Ja, ich zeige Ihnen zuerst mal die Einstellungen an dem Gerät selber und dann gucken wir mal, wie der Client eingestellt wird. Hierzu rufe ich erstmal die IP-Adresse auf von der USG Flex. So. Passwort eingeben. So, das ist jetzt das Menü der USG Flex. Wer mit der USG vertraut ist oder mit der ATP, der wird sehr viele Ähnlichkeiten feststellen. Im Grunde genommen sieht das alles gleich aus.
Von der Struktur her ist noch ein bisschen, ja, also ist Geschmackssache, aber ich würde aufgehübsch sagen. Ne? Das heißt, unser relevantes Menü ist erstmal VPN. Und hier habe ich ein L2TP-VPN aufgebaut oder eingerichtet und ein IPsec-VPN. Es gibt immer eine Phase 1 und eine Phase 2 bei VPN. Das Gateway stellt die Phase 1 dar, VPN-Connection stellt die Phase 2 dar. Gucken wir uns erstmal L2TP an. Um L2TP einzurichten, muss ich als My Address immer entweder meine tatsächliche öffentliche IP haben. Ja, das heißt, wenn ich hinter NAT wäre, dann hätte ich sowieso ein Problem hier, ne, so wie es das jetzt der Fall ist. Oder aber, wenn ich hinter NAT bin, dann tippe ich einfach nur 0000 ein, damit das schön dynamisch bleibt. Ja, man kann auch hier natürlich, wenn man direkt an dem ISP dran gebunden ist, hier mein WAN1-Netzwerk auswählen, aber ich habe mich in diesem Fall für die 0000 entschieden. Der Pre-Shared Key wird eingegeben, so wie Sie das wollen. Ich empfehle, das Einzige, was ich empfehlen würde, ist keine 2-Dollar-Zeichen am Anfang zu machen. Damit gab es in der Erfahrung bereits Probleme, aber soll hier nicht das Thema sein. Und anschließend gehe ich hier hin und setze die entsprechenden Proposals. Für Windows-Clients müssen die Proposals so aussehen, wie sie hier eingerichtet sind. Das heißt 3DS SHA-1, 3DS MD5, DES SHA-1, DH2. Das ist der Kompromiss, den man eingeht, sicherheitstechnisch, weil diese Proposals alle mittlerweile outdated sind. Theoretisch schickt zwar der Windows-Client auch andere Proposals mit, aber fragen Sie mich nicht warum, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nur in dieser Konstellation, wenn man das so einstellt. NAT-Traversal kann an- oder ausgelassen werden. Das kommt darauf an, ob Sie hinter NAT sind oder nicht. Und Dead-Peer-Detection ist ebenfalls einfach eine Frage der Präferenz. Ich lasse es immer an, wie es ist, standardmäßig, weil sich das bewährt hat. Als Handshake muss Main ausgewählt werden. Aggressive klappt nicht. Habe ich gestern auch noch selber probiert. Soweit zu dem Gateway. So. Gut. Dann gehen wir rüber zur Connection für L2TP. Hide Advanced Settings oder ne, Show Advanced Settings so. Das Szenario ist, dass die USG die Serverrolle übernehmen soll. Das heißt, wir haben hier Remote Access Service Role oder Server Role. VPN Gateway wird mein L2TP Gateway ausgewählt und als Local Policy muss ich die öffentliche WAN-IP angeben. In meinem Fall ist das jetzt hier natürlich eine aus dem Fritzbox-Subnet, was ich hier bekommen habe. Allerdings muss es die tatsächliche öffentliche IP sein. Ja? Das funktioniert jetzt auch nur mit meinem Beispiel, weil ich ja weil mein Client sich auch im Netz befindet. Ja? Weil er quasi auch nicht irgendwie da, ich sag mal, von außen ankommt, sondern eigentlich im Netzwerk sich befindet. Da bitte wirklich darauf achten, wenn Sie da eine öffentliche IP-Adresse haben oder selbst wenn er hinter NAT ist, bitte die tatsächliche öffentliche IP-Adresse angeben. Ansonsten kommen Sie da in Teufelsküche. Das wird nicht funktionieren ansonsten. Des Weiteren ist der Encapsulation-Modus Transport auszuwählen, anstatt Tunnel, wie der standardmäßig steht, und eben die Proposals wieder auszuwählen, wie das vorher war. Perfect Forward Secrecy ist auszuschalten, ist nichts auszuwählen. Das hat sich in der Regel bewährt. Als Zone empfehle ich Ihnen, lassen Sie die IPsec-VPN da, wo sie ist, beziehungsweise lassen Sie das in IPsec-VPN. Hintergrund ist der, im Hintergrund sind bereits Firewall-Regeln eingestellt mit dieser Zone, so dass alles ab Werk direkt funktioniert. Bei L2TP-VPN muss man dann noch einmal hier in dieses Menü rein, um wirklich auszuwählen, welche IPsec-Connection ich auswähle. Es ist ja schließlich L2TP over IPsec. Das heißt, ich habe jetzt quasi eben die IPsec-Connection dargestellt. Hier wird das L2TP selber ausgewählt. Ja. Da wähle ich meine L2TP-Con aus, setze meinen User-Pool hier ein, der sich nicht mit irgendeinem Subnetz überlappen darf. Bitte tun nicht darauf achten, dass Sie keine Überlappung haben, weder in Ihrem lokalen Netzwerk noch im Remote-Netzwerk. Ansonsten kommen Sie auch da in Teufelsküche. Authentication Method können Sie auf Local lassen. Allowed User können Sie ruhig auf Any lassen. Ich habe jetzt eingestellt, dass mein Handy sich quasi nur anmelden darf und DNS-Server habe ich hier auf Custom Defined eingestellt. Bei L2TP gibt es noch eine Besonderheit zu beachten. Ab Werk gilt, dass L2TP den gesamten Client-Traffic durch den VPN-Tunnel jagt. Ja, das hat Vorteile und Nachteile. Vorteil ist beispielsweise, wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter nicht die ganze Zeit privat rumsurfen neben der Arbeit und das irgendwie tracen möchten. Ja, wenn Sie
die Erlaubnis natürlich haben, gemäß den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, wenn Sie das quasi so machen möchten, dass der ganze Traffic über das VPN laufen soll, dann ist L2TP natürlich eine super schöne Sache. Allerdings muss das mit einer Route eingestellt werden noch. Und dazu muss man hier unter Network Routing gehen und muss hier eine Regel erstellen, die vom L2TP, ich tue das hier mal weg, Entschuldigung, stört ja die ganze Zeit, die vom L2TP VPN quasi hineinkommt, also quasi Tunnel, L2TP-Con, Any Source, Any Destination, setze das automatisch um. Das heißt, entweder setze das in das lokale Netzwerk ein, wenn der herausfindet, dass das passt, oder der schickt das aus Waren raus, wenn er merkt, dass das nicht irgendwie lokal erreichbar ist, was Sie da erreichen möchten. Ja? Soweit zu L2TP VPN. Ich würde an dieser Stelle gerne direkt mit meinem kleinen Beispiel hier weitermachen. Und zwar habe ich ja hier eine TeamViewer-Session auf mein Handy quasi vorbereitet. Ich tippe mal kurz das hier ein. Und zwar, wenn man hier auf die Einstellung geht und hier auf Netzwerk und Internet und dann auf VPN, kann man sich hier einen VPN-Tunnel einrichten. Habe ich schon gemacht. In dem Fall heißt das Test. Ich gebe hier L2TP IPsec PSK an, gebe hier die Serveradresse ein, das ist die Warn-IP-Adresse von dem Gerät und gebe dann hier, hoppla, das ist ein bisschen, ja, ich guck mal ganz kurz, so klappt das besser. So, das ist der vorinstallierte Schlüssel, das heißt, das ist der Pre-Shared Key, den ich eingetragen habe und ganz unten habe ich dann meinen User eingetragen. So, erstmal breche ich hier ab, gehe nochmal rüber zu USG in die Monitor-Logs, lösche die ganzen Logs, damit wir sehen können, was da wirklich passiert. Wenn ich jetzt hier quasi hingehe und mich verbinde, nach einer gewissen Zeit, sollte der sich hier problemlos verbinden. Ja, Verbindung wurde kurz getrennt und er ist verbunden. Ja, die Verbindung wurde deshalb kurz getrennt, weil er natürlich ganz kurz Internet verloren hat, weil er jetzt über den VPN-Tunnel geht. Wenn ich hier auf Refresh gehe, dann sehen wir hier, dass es hier erstmal eine Aushandlung gab. Erster wichtiger Meilenstein ist immer, dass die Phase 1 abgeschlossen wird. Sieht man hier über den Phase 1 IKE SA Process Done. Zweiter wichtiger Meilenstein ist, dass er hier das Build Successfully zeigt. Dann hat er das IPsec schon gemacht und am Ende macht er nochmal das L2TP darüber und gibt darüber Bescheid, dass das funktioniert. Soweit hoffe ich, ist das ganz verständlich, was hier gerade vor sich geht. Beachten Sie nicht die ganzen Cookie-Pairs, die hier ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Ich hoffe, das ist verständlich, wie man da zu L2TP rankommt. Jetzt habe ich das auch schon versucht vorzubereiten auf meinen Windows-Client. Allerdings, wenn man einen VPN-Client installiert hat, dann funktioniert der integrierte Onboard-VPN-Client nicht mehr. Ja, ist einfach liegt in der Natur dessen, wie der Windows-PC arbeitet. Ich möchte Ihnen dennoch zeigen, was ich gemacht habe. Ja, und zwar, wenn Sie ein VPN aufbauen, dann können Sie hier entsprechende Sachen eintragen. Ja, hier erstmal Servername bzw. die IP-Adresse, L2TP mit vorinstalliertem Schlüssel auswählen, dieses Welcome 2020 Ausrufezeichen, den hier eintragen und dann kann man hier die Anmeldeinformationstypen eintragen und hier kann ich dann theoretisch irgendwas eintragen. Jetzt habe ich so einen User angelegt im Hintergrund, der genau das hier hat. Na, also PC als Name und Kennwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, sie macht, aber kann das natürlich nicht zeigen. Das verbinden, weil erstens würde dann unsere Session hier wegfliegen und zweitens habe ich ja schon den IPsec VPN Client installiert. Damit ist es aber bei L2TP noch nicht ganz getan auf dem Windows-Rechner. Sie müssen hier auf die Adapter-Option gehen, müssen hier auf, hoppla, hier auf die Eigenschaften gehen per Rechtsklick und unter Sicherheit müssen Sie das Protokoll PHP auswählen. Normalerweise ist hier CHAP aktiviert. Bitte das deaktivieren und unverschlüsseltes Kennwort PHP auswählen. Des Weiteren empfehle ich, dass man hier das IPv6 ausmacht. Das könnte gegebenenfalls mit der Frage mit dem IPv6 zu tun haben, dass es da Schwierigkeiten gibt oder warum ich der Meinung bin, dass das eher am Client liegen könnte. Aber hier auf jeden Fall, dass Sie deaktivieren. Jetzt hatte ich ja gesagt, Entschuldigung, da bin ich kurz mit der Hand gegen das Mikro gekommen. Hoffe, Sie hören noch alle. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass das L2TP nativ normalerweise alles durchleitet, also den ganzen Traffic-Verkehr durchleitet.
Das kann ich unterbinden, indem ich das sogenannte Split Tunneling aktiviere. Das mache ich über Netzwerk, gehe hier auf IPv4, auf die Eigenschaften, gehe dann hier auf Erweitert. Und dieses Kästchen ist normalerweise gesetzt. Das nehme ich raus und klicke auf OK. Dann schickt er mir nur Traffic rüber, der propagiert wird als Remote-Netzwerk. Alles andere, beispielsweise meine Anfrage nach Facebook, mein Ping nach Google DNS-Server, der geht dann immer noch über mein lokales Gateway raus. Ja? Nur, dass Sie es mal gesehen haben hier und dass das hier dann quasi irgendwie vermerkt ist. Gut, soweit zu L2DP. Wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne Fragen. Ich sehe hier gerade keine Fragen. So, ist unverschlüsseltes Kennwort nicht ein Sicherheitsproblem? Theoretisch, ja. Dafür gibt es aber dann andere Sachen, die man nutzt. Dafür würde man dann IPsec-VPN oder SSL-VPN nutzen. Liegt einfach in der Design Limitation. Darüber kann man jetzt natürlich vortrefflich streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber die Frage ist, ob es überhaupt wirklich ein Sicherheitsproblem darstellt, stellt sich auch in dem Sinne, ob ein Interesse daran gegeben ist, dieses spezifische L2TP quasi aufzubrechen. Na, und ob man die Kenntnisse dazu hat. Ist aber natürlich eine Grundsatzdiskussion, die man ewig führen könnte. Es ist letztendlich eine Design Limitation, mit der man leben muss. So, gehen wir weiter zum IPsec VPN Client. Oder zum Sidewall IPsec VPN Client, wie der quasi hier bezeichnet wird, und gucken uns erstmal die Einstellungen an, die wir zu IPsec VPN gemacht haben. Hier das schließe ich. Ja, mein Handy ist auch schon quasi getrennt, VPN-technisch. So, die spezifischen Einstellungen in der USG, findet man die in der Guideline? Sie finden in der Guideline ganz viele verschiedene Knowledge Base Artikel nochmal verlinkt, wie man das einstellt. Und dort finden Sie auf jeden Fall die spezifischen Einstellungen in der USG. Genau, na, also da sollten Sie auf jeden Fall fündig werden. Im Guideline selber steht es noch nicht drin, aber in den unterverlinkten Knowledge Base Artikeln, wie richte ich ein L2DP VPN ein, wie richte ich ein IPsec VPN ein, da finden Sie auf jeden Fall Anleitung. Und wenn das nicht reichen sollte, dann gibt es immer noch den Support, den Sie kontaktieren können, und da helfen wir natürlich gerne aus. Gut, ich gehe mal rüber nochmal zum VPN Setup. Nochmal hier zum VPN Gateway, IPsec Gateway, direkt Show Advanced Gateway Settings. Hier habe ich mich wieder für die 0000 entschieden, einfach weil ich dann auf der sicheren Seite bin. Ich habe zwar eine statische IP hier angegeben, aber ich wollte sicherstellen, dass ich immer, egal welche IP ich habe, dass ich hier rankomme. Der Appreciate Key ist wieder unser Welcome 2020. Und als Proposals habe ich diesmal den Main Handshake Mode ausgewählt und habe AES 128 SHA-1 und DH-2 ausgewählt. Non-Traversal Dead Peer Detection einfach angelassen. Und diese Geschichte mit der Nutzerkennung, dass ich quasi als User mich anmelde oder beziehungsweise als User mich authentifiziere, aber nicht wirklich mich anmelde, ne, Stichwort Kneipentür und das geheime Passwort, das kann man hier einstellen unter X-Out. Nur so am Rande. Gut, soweit die Einstellungen. Ich hoffe, das macht alles soweit Sinn und Sie können dazu, ich sag mal, eine Referenz aufbauen. Gehen wir direkt rüber zur VPN-Connection und schauen uns an, was wir hier gemacht haben. Und zwar wieder Remote Access, weil die USG ist wieder der Server oder immer noch der Server, auch in diesem Fall. Und als Local Policy habe ich jetzt das LAN-Einzugnetz angegeben, anstatt die WAN-IP. Hintergrund ist der, die Local Policy soll eigentlich Routen im Hintergrund erstellen und soll bestimmen, wer mit wem kommunizieren darf. Wenn ich mich jetzt verbinde, dann wird im Grunde genommen durch den VPN-Tunnel-Adapter in meinem PC gesagt, hör mal zu, bitte sende Traffic durch den VPN-Tunnel-Adapter anstatt durch dein normales Gateway oder durch dein normales Interface, sobald du diese IP-Adresse irgendwie kontaktieren möchtest. Sprich die Local Policy auf der USG ist die Remote Policy auf der Gegenseite und umgekehrt auch. Na? Nur, dass das mal quasi erwähnt wurde, woran das liegt. Hier wieder Encapsulation Tunnel auswählen anstatt Transport wie beim L2TP. Und als Encryption-Methode AES, SHA-1 und DH-2 auswählen. Ja? Die Zone wird auf IPsec-VPN wiedergelassen. Damit sind wir IPsec-VPN-technisch schon durch. Ne? Das heißt, wir müssen nicht nochmal in ein Subnetz reingehen, keine zusätzliche Route setzen. Und dann gehe ich jetzt mal hier rein und zeige mal, wie ich meinen VPN-Client eingerichtet habe.
Unter IKE V2, unter Allgemein, setze ich immer IKE Port 500 und NAT Port 4500 fest. Das sind die Standardports für diese Aufgabe. Normalerweise kann man auch die Felder leer lassen. Ich habe es lieber, wenn ich das fix definiere. Was habe ich hier eingerichtet? Hier, das ist die Phase 1, unser Gateway so gesehen, und das ist unsere Connection. In der Phase 1 habe ich eingerichtet, dass das Remote VPN Gateway die WAN-IP-Adresse meiner USG ist, habe den Pre-Shared Key eingegeben und meine Proposals hier ausgewählt. Des Weiteren kann ich hier das NAT Traversal einstellen, wenn ich möchte, kann hier X-Out einrichten, kann den Aggressive Mode aktivieren, wenn ich möchte, und kann hier die entsprechenden IDs eingeben. In der Connection habe ich mir selber eine VPN-Client-Adresse gegeben, die sich wieder nicht irgendwie netzwerktechnisch beißt. Das heißt, es gibt keine Überlagerung subnetztechnischer Natur, und habe als Subnetzadresse quasi als Remote Policy das ausgewählt, was hier ja meine Local Policy ist in der USG. Ne, können Sie hier sehen bei dem Mouseover, was hier da steht. Ne? Das heißt, da bitte immer wirklich darauf achten, dass das gleich ist. Die Logs zeigen Ihnen das aber auch, wenn das nicht der Fall ist. Ne? Das heißt, Sie werden da darauf quasi mit der Nase reingestoßen. Hier habe ich meine Proposals ausgewählt, so wie ich das auch hier in der Phase 2 gemacht habe, und kann dann mich hier per Doppelklick verbinden. Und Sie sehen hier in der Ecke, der Tunnel ist geöffnet. Ich habe jetzt vollen Zugriff. Das heißt, ich kann jetzt quasi hingehen und kann jetzt zum Beispiel die USG selber pingen oder aber kann auf einem Switch zugreifen. Ja, Moment, da muss, glaube ich, per HTTP drauf. Oder hat der noch eine andere IP-Adresse bekommen? Das kann auch sein. So, ich probiere es mal. Ne, klappt. Da komme ich drauf. Ne, das ist der Switch, auf den ich drauf zugreifen konnte, obwohl ich ja nur mit meinem PC am WAN angeschlossen bin. Das heißt, das ist der ultimative Beweis. Das VPN-Ding, das funktioniert. Alles gut, alles sicher. Ich hoffe, dass das hier auch soweit klar ist, was man jetzt hier einstellen muss und warum wir das so tun. Das heißt, hier trenne ich mal. Achso, was ich hätte noch zeigen können, gehe ich noch ganz kurz drauf. So, Tunnel ist geöffnet. Wenn ich jetzt das Menü nochmal starte, dann sehen Sie hier, dass der Status auch auf der, auch hier quasi auf Connected da zeigt. So, nochmal hier. Oh, hoppla. Nochmal hier getrennt. So, jetzt aber. Und dann sprechen wir nochmal über SSL-VPN. Wenn ich jetzt hier nochmal aktualisiere, dann ist hier wieder offline. So, SSL-VPN stelle ich hier ein unter SSL-VPN, gehe hier drauf und habe dann hier meine Policy. SSL-VPN-Setup, kann ich hier die Zone auswählen, die würde wieder so lassen, hat was mit den Firewall-Regeln im Hintergrund zu tun. Und hier kann ich auswählen, welche User überhaupt sich anmelden dürfen über SSL-VPN, in meinem Fall nur der PC, diesmal nicht für Mobile. Und ich habe hier den Network Extension Full Tunnel Mode aktiviert. Den habe ich immer aktiviert, ansonsten klappt das nicht. Ich weiß jetzt gerade leider nicht genau, was der Full Tunnel Mode macht, habe das vergessen, das tut mir leid. Aber ohne, habe ich festgestellt, hat es eigentlich noch nie geklappt. Man kann hier auch quasi durch den SSL-VPN-Tunnel zwingen, dass der gesamte Traffic durchgehen soll. Das heißt, die Möglichkeit gibt es auch wie beim L2TP, dass alles durch den Tunnel geht. Bei dem IPsec würde man das über die Local Policies machen. Und hier kam ja vorhin die Frage, DNS funktioniert nicht. Da bitte NetBIOS anschalten. Hat einfach den Hintergrund, früher wurden die Domainnamen über NetBIOS transferiert und das funktioniert dann auch quasi durch den VPN-Tunnel ganz gut, dass das hier über NetBIOS dann weiterhin übertragen wird. So, der IP-Pool vom SSL-User muss auch außerhalb eines Subnetzes irgendeiner Site oder der USG letztendlich hier angelegt werden, in meinem Fall im 200er Bereich. Und den DNS-Server habe ich dann statisch quasi auf 8888 und 1111 draufgelegt. Unter Network List kann ich definieren, welche Subnetze ich erreichen möchte später mit meinem Client. Ja, das heißt, wenn ich nur möchte, dass ich nur LAN 1 erreiche, dann nehme ich hier LAN 2 wieder raus. Wenn ich aber möchte, dass er mit beiden reden kann, dann gehe ich quasi auf LAN 1 Subnetz und LAN 2. Ja, soweit zu dieser Geschichte. Soweit, was SSL-VPN angeht, war es das schon. Viel mehr muss man gar nicht einstellen. So, dazu öffne ich jetzt mal den SQL-Extender.
Und Sie sehen schon, der SQL Extender hat nur drei Felder. Leider muss ich die immer wieder eintragen. Es gibt keine Möglichkeit, das zu speichern. Aber immerhin, wenn ich das weiß oder wenn ich mir eine kleine Textdatei aufmache, wo ich das immer reinspeichere als Mitarbeiter, der jetzt vielleicht nicht technisch versiert ist, dann sollte das kein Problem darstellen. Username PC. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein 1 bis 8 Passwort auch funktioniert. Jo, okay, es gibt schon mal eine Rückmeldung. Zertifikate ist unsigniert, deswegen gibt es hier diese Connection May Not Be Secure Fehlermeldung oder ich sag mal Warnungsmeldung. Und ich möchte aber trotzdem fortfahren und bin jetzt verbunden. Ja, jetzt habe ich hier schon quasi Routen drin stehen, dass entweder, wenn ich das 2.0er Netz /24 oder das T0er /24 Netz erreichen möchte, dann wird der Traffic in den VPN-Tunneladapter reingeladen. Das können wir jetzt auch quasi mal beweisen über einen kleinen Ping. Hoppla, Entschuldigung, nee, mein Fehler. So, wir erreichen die USG, erreichen wir auch den Switch. Jo, erreichen wir. Das heißt, wir haben damit quasi den Beweis gebracht, dass das hier tadellos funktioniert. Und wie gesagt, wenn der sofort auf Disconnect geht hier in der Ecke, anstatt dass er irgendwie aufbaut, oft liegt es daran, dass irgendwie... dass ein Passwort falsch eingestellt wurde. Super, okay. Vielen Dank, soweit, dass Sie dem Ganzen beigewohnt haben, dass Sie die Geduld mitgebracht haben mit unserem kleinen Problem technischer Natur vorher. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ganz so schlimm war, wie ich befürchtet hatte anfangs. Es kommt noch eine Frage rein. Kann ich den Port 443 SSL verändern, wenn ich beispielsweise schon, ja, okay. Die Frage bezieht sich darauf, kann ich den SSL-Port verändern? Das können Sie, absolut. Und zwar folgendermaßen. Dafür muss ich jetzt erstmal was vorbereiten, weil wir uns sonst rausschmeißen. Nehmen wir mal an, wir haben ja jetzt hier das perfekte Beispiel. Erstmal möchte ich hier drauf zu sprechen kommen. Danach zeige ich das kurz mit dem Datenblatt, was ich den Kunden eben versprochen habe. Genau, wir haben hier das Beispiel, wir wollen jetzt nicht auf 443 setzen, weil wir vielleicht schon eine NAT-Weiterleitung auf 443 haben. Was machen wir dafür? Zuerst einmal müssen wir uns Gedanken machen, welchen Port wir wählen wollen. Sagen wir mal, in meinem Fall 50.000. Ja. Dazu muss ich erstmal hingehen und einen Service erstellen, wo den ich quasi irgendwie zuweise, Port 50.000. 50.000 und 50.000. So, ich hoffe, das klappt jetzt und ich blamier mich hier nicht. Direkt. So, in der Firewall-Regel, direkt ab Werk, wenn Sie nichts verändert haben, gibt es eine Firewall-Regel, die schon definiert, welche Dienste vom WAN an dem Gerät, also an der Sidewall selber angesprochen werden können. Dazu gehört auch HTTPS gegebenenfalls. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen noch hinzugefügt, die normalerweise nicht da drin sind. Das heißt, HTTPS ist, glaube ich, ab Werk noch nicht direkt da drin. Das muss man neuerdings in neuen Firmen selber reinsetzen. Hier in meinem Fall möchte ich ja noch die 5000 dazu setzen. Ja? Das heißt, Port 50.000 habe ich dazu gesetzt. Ja? Klicke ich auf OK. Dann gehe ich hin und setze fest, dass im System quasi der HTTPS-Port jetzt verändert werden soll. Dazu unter Configuration, System, www hingehen und hier kann ich den Port festsetzen. Lassen Sie uns das mal gemeinsam machen. So, ich setze den auf 50.000 und drücke hier auf Abschluss. So, wahrscheinlich hält er mir jetzt noch die Session offen. Jetzt versuche ich mal, mich erstmal hier drauf anzumelden. Ja, und ich komme hier drauf. Jetzt habe ich den HTTPS-Port geändert. Wenn ich jetzt quasi zum SQL Extender hingehe, dann muss ich das genauso eingeben, wie ich das hier eingebe. Aha, da hat er den aufgemacht. So, und zwar hier mit einem Doppelpunkt und dann mit dem Port. Das heißt IP-Adresse, Doppelpunkt, Port. Und dann sollte es auch klappen. Und wie Sie sehen, das funktioniert wunderbar. Ich bin hier verbunden. Das heißt, da sehe ich gar kein Problem. So, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ergänzung zu dem Disconnect-Thema. Okay, der Kunde hat ja eben gesagt, dass er da instabile Performance hat mit dem VPN. Bei uns ist die Adresse des Clients auf der Sperrliste gelandet. Wir wissen bisher nicht, wie, aber der Sidesport hat das gefunden. Nach dem Entfernen ging es wieder. Eigentlich sind die Fehlversuche auf 5 eingestellt, aber nach der ersten Anmeldung kam das Problem schon auf. Vielleicht hilft dies ja dem anderen Teilnehmer ja weiter. Okay, erstmal Dankeschön für das Feedback.
Das ist schon seltsam, dass er direkt ab dem ersten Versuch da irgendwie Fehler macht. Woran das liegt, weiß nicht. Aber wenn das geholfen hat mit dem Disconnect, mit dem Lockout-User, das ist genau der Begriff dafür, mit dem Lockout-User, wenn man den rausgenommen hat, wenn das geholfen hat, ist das auf jeden Fall eine wichtige Referenz und ist natürlich herzlich willkommen. Also ich nehme sehr gerne so ein Feedback weiter und freue mich auch, dass dann auch so ein paar Sachen hier in so einer Diskussion dann quasi angeregt werden. Wie funktioniert IKE V2 mit Windows 10, wird hier gefragt. Das funktioniert im Grunde genommen sehr ähnlich, wie das mit dem L2TP funktioniert. Ich gehe einfach mal hier drauf, um Ihnen das zu zeigen. Und zwar würde ich dann hier IKE V2 auswählen. Ja. Neuerdings kann man tatsächlich IKE V2 über unseren Client mit einem Pre-Shared Key aktivieren. Ich glaube, bei Windows funktioniert es immer noch nur mit einem Zertifikat. Das heißt, da muss man irgendwas mit Zertifikate einbinden, in der USG machen, muss Zertifikate auf den Client einbinden, dann funktioniert das. Aber nageln Sie mich nicht drauf fest, IKE V2 ist so ein Ding, habe ich noch nicht so viel mitgearbeitet. Mit unserem Client geht es auf jeden Fall auch direkt mit einem Pre-Shared Key. Man kann es mittlerweile einstellen. Früher, zu Zeiten, wo ich angefangen habe, vor 5 Jahren, da konnte man IKE V2 nur einstellen. Konnte man IKE V2 nur einstellen mit einem Zertifikat. Das ging gar nicht anders. Und deswegen wurde das sehr oft gemieden, generell. Kann ich hier dann einstellen. Ich mache mal ein neues VPN-Gateway und eine neue VPN-Verbindung. Und hier sehen Sie schon, unter IKE V2, IKE V2 Gateway, kann ich einen Pre-Shared Key einstellen. Hier unter Windows habe ich diese Möglichkeit nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, wie Windows arbeitet oder ob das was anderes ist. Gut, gibt es an dieser Stelle dann erstmal weitere Fragen? Ich warte noch ein paar Minütchen, die haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Ich bin nach hinten hin offen, zeitlich. Ich habe da keinen Druck, dass ich jetzt zum nächsten Termin müsste. Sehr gern geschehen. Auf Wiedersehen. So, gut. Ich warte noch ein paar Minütchen, weil so eine Frage schreiben dauert ja auch seine Zeit. Will ja auch wohl formuliert werden. Vielleicht zu viel gefragt. Habe soeben eine SSL-VPN eingerichtet und aufgebaut. Aufbau funktioniert leider nichts im entfernten LAN pingbar. Haben Sie die USG versucht zu pingen? Gegebenenfalls, wenn Sie die anderen Geräte nicht pingen können, kann es sein, dass Sie interne Firewalls haben, also zum Beispiel ein Windows-PC, interne Firewall. Deswegen empfehle ich immer, die USG selber anzupingen und so, also auf dem LAN-Interface und zu gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, haben Sie schon den Beweis, SSL prinzipiell funktioniert. Ansonsten müsste man das dann, glaube ich, über einen Support-File dann tatsächlich noch weiter abwickeln. Bekommen wir eine Aufzeichnung? Ich versuche das auf jeden Fall so hinzubekommen, dass Sie eine Aufzeichnung bekommen. Da das jetzt ein bisschen kompliziert war, irgendwie bin ich in das falsche Webinar erstmal reingewesen. Da war kein Teilnehmer. Ich wusste aber, dass es Teilnehmer gab. Und da wurde ich von einem Kollegen jetzt eingeladen, der sich als Organisator angemeldet hat. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Allerdings sollte es eigentlich Aufzeichnungen geben im Hintergrund. Wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall in der nächsten Woche Donnerstag und in der Woche danach Donnerstag nochmal ein Webinar geben. Das werden wir versuchen aufzuzeichnen und wir überlegen auch, ob wir dann quasi eine dieser Aufzeichnungen auf unserem YouTube-Kanal dann posten. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann erstmal tut es mir furchtbar leid. Aber dann können Sie auch das VPN-Guideline als Referenz nehmen, zum Support-Portal gehen, support.sexel.eu. Dort das VPN-Guideline aufrufen. Dort gibt es wahnsinnig viele Artikel, die viel aufgreifen von dem, was ich besprochen habe. Vielleicht nicht jedes, vielleicht nicht jedes einzelne davon oder nicht jeden einzelnen Kniff, den ich jetzt vorgestellt habe, aber das meiste müsste man dann finden. Genau. Alles in allem ist doch SSL-VPN das Einfachste, oder? Was spricht gegen SSL-VPN? Meines Erachtens nach spricht nichts gegen SSL-VPN, solange Sie Windows nutzen. Weil der Client ist frei, es ist einfach einzurichten, es ist relativ sicher. Wenn Sie entsprechend irgendwie, also man kann sogar Active Directory damit einbinden, das heißt, eigentlich ist es so
fast die eierlegende Wollmilchsau. Für Mac-User ist es problematisch, weil da der SSL-VPN kostenpflichtig ist. Den muss man kaufen. Kann ich gleich gerne zeigen. Das heißt, wenn Sie Zeit haben, gerne dranbleiben, dann zeige ich das noch, wo man das findet. Und diese FTP-Datenblattgeschichte mit der USG Flex 100. Da hoffe ich, denke ich gleich dran. Aber ansonsten spricht eigentlich nichts gegen SSL-VPN. Finde ich auch. Wir machen das mal direkt. Ich zeige Ihnen mal das Support-Portal. Ja, da muss ich jetzt aufpassen. Da. So. Das ist jetzt unser Support-Portal. Sie sehen, ich bin zwar jetzt hier in unserem System eingeloggt, habe deswegen diesen blöden weißen Balken. Den tue ich mal weg. So. Hier gibt es dann quasi unseren Webshop, wo man eben entsprechend die Clients und die Configuration Vouchers kaufen kann. Scroll mal direkt runter. Und hier sieht man 20 Euro für den Mac-Client, 85 für den IPsec Windows-Client. Na, da muss man sich entscheiden, was man haben möchte, was man dann braucht. Das ist eben die entsprechende Preisgestaltung. macOS-Client ist ja nicht so teuer. Da kann man, glaube ich, ganz gut mitarbeiten, wenn man dann tatsächlich auf SSL-VPN gehen möchte. Ja, bezüglich der FTP-Datenblattgeschichte, das möchte ich gerne noch aufgreifen, weil das hatte ich den Kunden versprochen, dass wir uns das kurz anschauen. USG Flex, so, da finden wir es. Und danach haben wir auch noch ein paar Fragen. So, USG, hier, Datasheet. So, 1,8 Mbit sollte ja relativ zügig gehen. Okay, ja, okay, der müht sich da ein bisschen ab. In der Eifel ist das noch nicht mit dem schnellen Internet angekommen. So, dann beantworte ich mal weitere Fragen. Inwieweit arbeitet Sykes mit anderen SSL-VPN-Clients wie zum Beispiel SecurePoint? Also, SSL-VPN-Clients wüsste ich nichts davon, dass die unterstützt werden. Habe ich noch nie gesehen, dass sie das unterstützen. Vielleicht funktioniert es technisch, das weiß ich nicht. Da würde ich aber nicht für gerade stehen wollen. Würde ich erstmal sagen, ist nicht supported. Andere IPsec-VPN-Clients, wie zum Beispiel Shrewsoft, ja, funktioniert, allerdings ist dann der Support dramatisch eingeschränkt, weil wir uns natürlich nur die USG-Seite angucken und wenn wir sehen, da ist nichts, was irgendwie super falsch eingestellt ist, dann sind wir da raus. Ne? Da dann bitte das entsprechend berücksichtigen. Wie kann ich die VPN-Teilnehmer kontrollieren, wer eingeloggt ist? Wir verwenden den Secure Extender für Mac, aber auch IPsec-Zugänge mit VPN-Tracker. Das würde ich dann am besten mit, wer eingeloggt ist. Das können Sie ja über die User-Datenbank machen. Also Sie haben ja eine User-Datenbank, ne? Entweder lokales Radius auf der USG oder Sie nutzen Active Directory und darüber werden ja dann auch quasi, wird dann quasi angezeigt, wer eingeloggt ist. Das können Sie dann hier unter Monitor, unter den VPN-Monitor müssten Sie das eigentlich sehen können. Ne? Da sehen Sie hier, dass mein PC eingeloggt ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ne? Ansonsten gerne nochmal rückmelden. Wir gucken ganz kurz uns das Datenblatt an. Der einer der Kunden hat ja danach gefragt, wo ich diese Values finde. Hier, Speedtest Performance. Da. So, das heißt hier USG Flex 100, Speedtest Performance. Ich highlighte das nochmal hier. Da kann man sehen. Ne? Das sind die Echtzeitwerte. Wenn ich hier runterklicke, Sie haben natürlich recht, hier wird die 900 mit UDP angegeben auch. Aber wenn ich hier runterklicke und hier mir das Sternchen 11 angucke, dann wird da geguckt. The speedtest result is conducted with 1 Gigabit per second one link in real world and is subject to fluctuate due to quality of the ISP link. Ne? So. Bei der USG gibt es das nicht. Oder wüsste ich jetzt nicht. Ne? Aber wir können jetzt hier nicht die ganzen 40 anderen Kunden mit den Fragen aufhalten wegen Datenblatt-Diskussionen zur USG 40 oder USG 100. Das bitte offline. Ja. Ganz kurz. So. Was ist denn der Unterschied zum Greenbook-Client oder lizenziert Sykes den nur? Wir lizenzieren den nur. Ich wüsste jetzt keinen Unterschied. Allerdings gilt auch bei uns, der Support kann nur gewährleistet werden über den Sywall IPsec Client. Hintergrund ist der, wenn es da ein Problem gibt und wir müssen das an die Entwicklungsabteilung rantragen, dann ist das natürlich, ich sag mal, schwierig, da mit den offiziellen Greenbow zu arbeiten, beziehungsweise da springt uns die Entwicklungsabteilung direkt auf den Rücken.
Technisch, ich habe einmal einen gesehen für FortiGate, glaube ich, war das, ein VPN-Client, der genauso aussah wie unserer. Das heißt, ich glaube, dass es da keinen Unterschied gibt, aber auch hier gilt trotzdem diese Limitierung, was den Support angeht, das wirklich nur mit dem Sykes-eigenen VPN-Client. Bei den IPsec-Verbindungen, noch eine Frage, bei den IPsec-Verbindungen kann ich das nicht sehen, nur dass die Verbindung aufgebaut wurde. Was meinen Sie, also ach so, ja, also bei den IPsec-VPN-Verbindungen, da haben Sie recht. Da kann ich wirklich nur sehen, dass es aufgebaut worden ist. Da müssen Sie das dann tatsächlich, oder anders, Entschuldigung. Über den IPsec-VPN-Client können Sie ja doch sowieso gar keine Active Directory-Authentifizierung direkt machen. Da haben Sie gar keine Möglichkeit zu sehen, welche Clients verbunden sind. Ja? Das heißt, das ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, nur über L2TP-VPN können Sie über die Active Directory bestimmen, wer eingeloggt ist, oder über das L2TP over IPsec können Sie das sehen. Ja. Ich versuche hier nochmal mein Test-Handy aufzubauen. So, mein Test-Client müsste jetzt hier gleich aufgebaut sein. Das heißt, hier wieder über mein Smartphone kann ich ja hier wieder über die L2TP-Session sehen, dass ein User aktiv ist, oder über das SSL-VPN. Über IPsec kann ich nur sehen, Tunnels aufgebaut oder Tunnels nicht aufgebaut. Ne? So. Okay. Ich habe noch eine Frage zum Reputation-Filter. Herr Hösken, seien Sie mir nicht böse, aber wenn das nichts mit VPN zu tun hat, dann bitte diese Frage nicht hier stellen. Ja, dann diese bitte an den Support direkt quasi stellen, dann helfen wir gerne aus. Ja? Okay, okay. Ich vermute ein Missverständnis. Bei USG 40 steht nämlich bei Speedtest Performance 320 mehr. Okay, ja, okay. Machen wir vielleicht offline am besten. Bin ich gerne dazu bereit. Vielleicht habe ich da auch tatsächlich einen totalen Hacker drin. Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Das gucke ich mir gleich mal an. Und dann, wenn Sie wollen, können wir das natürlich gerne nochmal da raussetzen. Es kann natürlich auch sein, dass die Speedtest-Werte, haben Sie recht, vielleicht mit UDP gemessen worden sind. Dann wäre das aber arg blöd. Ich schau mal. Ich schau mal, was da gemacht worden ist. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es da weitere Fragen zu dieser VPN-Geschichte? Irgendwas, was wir noch da klären können? Ein paar Minuten habe ich auf jeden Fall noch. Vielen Dank für das Feedback. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass es generell auch alles hilfreich war. Gibt es Geschwindigkeitsunterschiede zu SSL und IPsec-VPN? Meiner Erfahrung nach ist SSL-VPN wesentlich langsamer als IPsec-VPN. Das heißt, das kommt aber auch ein bisschen auf die Headers an. Und da kann ich wirklich empfehlen, AES 128 SHA-1 DH2 hat sich als schnellstes bewährt in Hinsicht auf Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit. Hintergrund ist der 3DS, MD5 und so, das wird alles, das belastet alles die CPU der Geräte. Ja? Und das lässt dann die CPU in die Höhe schnellen und dann geht das letztendlich auf die Performance. AES und SHA-1, das geht quasi auf die Software drauf. Das heißt, das belastet die Hardware an für sich nicht so stark und da halt davon den niedrigsten Standard, also AES 128 SHA-1, da sind sie ja quasi am schnellsten mitgefahren. Das ist zumindest das, was ich weiß soweit. Ist SSL auch langsamer als L2DP? Meines Wissens nach, erfahrungsgemäß von Kundenberichten, ja. Ja. Ich habe aber allerdings keine wirklichen Werte und ich weiß auch nicht, ob das damals irgendwie ein Bug war, was ich mitbekommen habe. Aber es gab da mal eine riesengroße Geschichte, wo ein Kunde sich dauernd beschwert hat, SSL zu langsam, wir brauchen ein schnelleres SSL-VPN. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber meines Wissens nach ist SSL-VPN auch nochmal ein bisschen langsamer. Das freut mich absolut, dass Ihnen das Webinar so gut gefallen hat. Das ist ja natürlich auch mein Ziel. Und gesund bleiben werde ich auf jeden Fall. Liebe Grüße aus dem auch ebenfalls verseuchten Deutschland zurück. Noch eine Frage. Unsere Mitarbeiter sollen vom Homeoffice aus direkt über RDP auf den Server gehen. Würde dafür gerne SSL-VPN verwenden. Es soll aber der private PC vom Homeoffice nur auf RDP zugreifen und nicht die möglichen Viren ins Netzwerk übertragen. Wie kann ich das steuern? Eventuell über eine Firewall-Regelung.
Also erstmal, natürlich können Sie das dann über SSL-VPN über den Zugriff machen, dass die nur auf dieses eine Gerät zugreifen können. Das heißt, Sie müssen kein LAN-Subnetz wählen, so wie ich das, ich zeige das nochmal. Ich habe ja hier ein komplettes Netzwerk ausgewählt unter VPN, SSL-VPN in den Adressobjekten. Das heißt, hier können Sie auch nur den RDP-Server auswählen. Den RDP-Server dann am besten wirklich mit einer guten Antivirus-Geschichte ausstatten, dass der wirklich safe bleibt. Sie können über Firewall-Regeln auch weiterhin regeln, was für Services nur verwendet werden dürfen über den VPN-Tunnel. Das heißt, da können Sie theoretisch den Port 3389 quasi aufsetzen und alles weitere blockieren. Wird das gegen Viren helfen, ist eine andere Geschichte, weil das ja meistens, ich sag mal, sich andere Sachen zunutze macht, dass das irgendwie dann übertragen wird mit kleinen Viren oder mit kleinen Schadsoftwares etc. Da müsste man gucken, deswegen eben auch auf diesem Server, auf den man zugreift per RDP, dann eine gute Anti-Malware-Geschichte installieren. So, okay. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, ich warte noch 1 Minute. Und dann machen wir Feierabend für heute. Also, nicht Feierabend. Wir alle müssen, glaube ich, müssen noch ein bisschen was machen, aber dann beenden wir für heute das Webinar. Es wird ja die Möglichkeit geben, so wie ich das, das bestätigt die Aussagen meiner Kollegen. Was empfehlen Sie denn als beste sichere Einstellung? Zu welchem Thema waren wir denn? Ging es um Geschwindigkeit bei SSL, VPN und so weiter und so fort, oder? Ja, okay. Ja, als beste sichere Einstellung empfehle ich natürlich alles hoch, was geht. AES 512, glaube ich, H512 und DH18 oder so. Mit DH18 bitte aufpassen. In der neuesten Firma gibt es da einen kleinen Bug. Das nur am Rande. Dann da am besten DH15 oder so auswählen, das was da ist. Aber das ist natürlich Problem mit Firmware 460 in VPN bekannt. Es gibt die Vermutung, dass es tatsächlich ein Problem gibt mit dem VPN-Modul. Das heißt, wenn Sie irgendwie die 460er nutzen, dann durchharren. Wir sind da mit absolutem Hochdruck, mit Kanonen draufschießen, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Das heißt, da bitte auf jeden Fall entweder geduldig bleiben oder tatsächlich einen Downgrade in Erwägung ziehen. Wenn Sie einen Downgrade machen, dann bitte auf dem Supportportal Stichwort Downgrade eingeben. Dann gibt es da ein kleines Skript dazu, was man gut einspielen kann, um zu verhindern, dass die Konfiguration korrumpiert wird. Das freut mich sehr. Danke für das Feedback an der Stelle. Freut mich sehr, dass das sehr informativ war. Ja, ich gerne, gerne, natürlich. Gerne, helfe da gerne aus und führe dieses Webinar. Ich versuche, dass wir alle gemeinsam irgendwie dieses Webinar noch uns anschauen können im Nachgang, also über eine Aufzeichnung. Es wird nächste Woche Donnerstag und die Woche darauf Donnerstag nochmal das gleiche Webinar in dieser Form geben. Wenn Sie da das einfach nochmal auffrischen wollen, wenn Sie dem beiwohnen möchten, gerne nochmal, vielleicht dann auch mit der Webcam funktionierend und dann vielleicht auch mal so, dass ich direkt um 10 Uhr pünktlich da bin. Nochmals Entschuldigung für die Verzögerung an der Stelle. Ich hoffe, dass es Ihnen trotzdem gefallen hat. Das Feedback ist ja soweit ganz positiv, so wie ich das sehe. Zu der Frage, die jetzt noch gerade reingekommen ist, soll ich lieber wieder auf Version 4.55 umstellen? Es wird demnächst hoffentlich so schnell wie möglich. Meistens dauert das ein paar Tage, eine Bugfix-Firmware für die 460er geben. Das heißt, wenn Sie kein Problem feststellen aktuell, dann können Sie auf die 460 bleiben. Ansonsten können Sie versuchen, auf der 455 umzustellen. Aber bitte vor Ort sein an dem Gerät. Ja, bitte nicht irgendwie remote da das Downgrade versuchen. Da, gerade bei einer ATP 800, bitte unbedingt vor Ort sein. Weil das ja meistens große Enterprise-Geschichten sind, die dann darüber laufen. Und dann vorher das Downgrade-Skript einspielen, was eben quasi gegeben habe. Aber wenn Sie keine Probleme feststellen, würde ich vorschlagen, erstmal darauf bleiben
und dann ausharren und immer schön nach weekly, also wöchentlich im Englischen, in unserem Supportportal suchen. Da geben wir immer die sogenannten weekly Hotfixes. Also die werden dann in regelmäßigen Wochenumständen oder im, ich sag mal, im 2-3-Wochen-Turnus werden da immer Hotfixes hochbereitgestellt. Und da finden Sie dann die jeweils neueste Bugfix-Firma. Gut. Ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle erstmal. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass Sie dem Ganzen beigewohnt haben. Ich bitte Sie natürlich im Sinne unserer ganzen Gesellschaft, bleiben Sie, wenn es geht, zu Hause. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Nutzen Sie, wenn möglich, alle VPNs für die Homeoffice-Einstellungen. Ich ziehe mich jetzt zurück quasi, bin dann wahrscheinlich später wieder in der Hotline verfügbar und werde auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie diese Aufzeichnung bekommen. Wenn wir es nicht schaffen, wenn Sie keine E-Mail bekommen im Nachgang zu diesem Webinar, dann bitte durchhalten. Entweder nächste Woche Donnerstag oder die Woche danach Donnerstag zeichnen wir das Webinar dann komplett auf. Hier wird auch, glaube ich, eine Aufzeichnung gemacht. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja? In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und an dieser Stelle natürlich eine schöne Restwoche noch. Bis dahin, tschüss. Bei weiteren Fragen zum Produkt besuchen Sie doch einfach unser Supportportal unter support.zeixel.eu. Dort finden Sie mehr als 600 Hilfedokumente in verschiedenen Sprachen sowie eine Demonstrationszone und den Kontakt zum Supportteam. Und das war's auch schon wieder vom Zeixel Support Campus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo da, klickt die Glocke, um keines unserer Videos zu verpassen und natürlich einen Daumen hoch für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. We're Zeixel and we're your networking ally.